würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal rein in Godzilla Minus One Trailer. Experience in IMAX soll wohl ein dritter Trailer sein. Den hat mir der Sebastian geschickt, als ich auf den Malediven war. Und er hat mir nur die Stelle geschickt, wahrscheinlich das Ende vom Trailer, wo wir den Atomic Breath wohl sehen. Das ist schon ein Spoiler, deswegen, ne? Spoilerwarnung. Okay. Dann switchen wir da schon mal rüber. Ich weiß gar nicht, wie lange der Trailer jetzt geht, weil der Chat jetzt im Weg steht, da unten. Fast 2 Minuten ist okay. Ich denke mal, die werden uns auch nicht wieder allzu viel mehr zeigen, aber nee, ich gehe auch davon aus, dass der Trailer von, ach Quatsch, dass Godzilla Minus One generell uns wahrscheinlich einfach nur einen richtig geilen Film zeigen wird, in dem Godzilla die Riesenkatastrophe ist. Quasi so wie früher. Es wird kein Remake sein. Das passt ja schon mal nicht von der Zeit her, weil der Film spielt ja vor dem allerersten Godzilla-Film. Zumindest von der Zeit her. Ist aber nicht chronologisch vor dem ersten Teil, weil das nicht dazugehört. Das ist ganz kompliziert. Aber der Film spielt 1945. Kurz nach dem Krieg. Und Godzilla 1 spielt 1954. Darf man nicht verwechseln. Aber ich glaube auch, dass der Film hier keinen zweiten Godzilla mehr braucht, zumindest. Also er bräuchte keinen zweiten Godzilla mehr. Die Gefahr hier ist halt da, dass der Film sich ähnlich anfühlen wird wie Shin Godzilla. Nur mit einem anderen Godzilla. Und ich glaube tatsächlich, wo wir eben gerade bei Marvel waren, eine kurze Marvel-Referenz, als in dem Film, es war glaube ich X-Men Days of Future Past, in dem das allererste Mal Quicksilver vorgekommen ist und er diese ikonische Szene hat, wo dieses Time-Travel-Lied im Hintergrund war und er ist quasi in Superspeed da durchgelaufen durch so einen Raum und hat die ganzen Polizisten platt gemacht. Die Szene war ja unfassbar erfolgreich und darauf findet dann Marvel aus irgendeinem Grund gemeint, oder ich studiere auch immer, man müsste jetzt in jeden Film von X-Men so eine Szene einbauen. Ich habe das Gefühl, dass das selber auch hier zutrifft, dass diese Szene, die ikonische aus Shin Godzilla, wo Shin Godzilla dann wirklich diesen Atomic Breath losfeuert, was ja echt eine ziemlich geile Szene war, dass sie das jetzt hier nochmal versuchen werden, eine ikonische Atomic Breath Szene einzubauen. Ist ja nicht schlimm, ist ja trotzdem was Geiles. T-Rex-Döner wäre nicht schlecht, ja. Wann wäre der nächste Stream mit Nico? Sonntag wahrscheinlich. Eigentlich haben wir Samstag geplant, aber da habe ich verrafft, dass wir schon was vorhaben. Meine Freundin und ich. Deswegen wäre es wahrscheinlich dann am Sonntag. Mit Nico und mit dem lieben Mirko von Prehistoric Zone. Die wollten beide vorbeikommen. Muss mal gucken, wiefern das noch steht oder ob man das auf Sonntag überhaupt verschieben kann. Wenn nicht, muss es nochmal auf den Samstag drauf verschoben werden. Das weiß ich noch nicht. Okay. Lass mal Nico in Jurassic World Evolution 2 Malta-Kampagne zocken. Nee, da bekommt er Hass drin. Nico spielt Spiele eh anders. Nico zockt Spiele auf leicht durch, weil er einfach nur die Story davon kennen will. So, der sucht nicht die Herausforderung dahinter. Und die Malta-Kampagne hat keine wirkliche Story, außer wow, ich weiß nicht was, ich kann dir sogar erklären, warum die Biosync-Kampagne funktioniert. Ich weiß aber nicht, warum Malta nicht funktioniert. Wurde Tobi jemals ohne Mütze oder Cappy gesehen? Tatsächlich sehr häufig, als ich auf den Malediven war, ja. Das zeigt also, dass du mich nicht auf Instagram abonniert hast. Was schon schmerzend ist, ne? Das geht mir schon ans Herz jetzt. Da wurde das Mysterium bereits aufgelöst, tatsächlich, ja. Okay. Dann gehen wir da jetzt mal rein. Ich guck mal ganz kurz, ob ihr und ich Sound haben.
Also ob wir alle Sound haben. Ich habe Ton, ihr habt auch Ton, finde ich ziemlich geil. Dass das Ganze jetzt beim ersten Mal funktioniert. Moment. Okay. Also dann ab geht's in den Trailer zu Godzilla Minus One. Trailer Nummer 3. Lautstärke müsste auch passen. Ich habe die Videos jetzt auch bei euch komplett laut gemacht. Das sollte so hinhauen. Wir gucken rein. Das kennen wir schon. Könnte ein Schiff sein, das am Anfang vom Film von Godzilla platt gemacht wird. Moment. Wir müssen hier ganz kurz schon mal einhaken, wo ich eben gerade davon erzählt habe, dass das kein Remake ist. Ich glaube es immer noch nicht. Aber auch diese Szene hier, wenn die der Anfang sein sollte, erinnert sie doch stark, auch gerade wegen dem kleinen Fischerboot hier, dass wir eben das hier an den Anfang vom allerersten Godzilla in Schwarz-Weiß von 45, nee, von 54 meine ich. Das ist schon ähnlich. We Need Kong wird nicht kommen, das glaube ich nicht. Leider habe ich kein Instagram, aber wenn ich es mir irgendwann hole, werde ich dir natürlich folgen. Alles gut, das war auch mehr ein Witz gewesen. Das stimmt so nicht ganz. Auf den Malediven war ein Double von Tobi. Er war auf Entdeckungstour. Das ist natürlich auch richtig. Nach dem zweiten Indoraptor. Ich war auch nicht auf den Malediven, ihr Narren. Ich war auf der Isla Sorna. Tja. Ist keinem von euch aufgefallen, ihr möchtet gern Jurassic-Fans. So, weiter geht's. What is this? Also die Frage ist hier schon, was das Schiff zerstört hat, ne? Das ist schon... Ja, okay. Wir sehen die Nachkriegszeit auf jeden Fall. Oh, könnte das doch sehr stark... Wie nennt man denn sowas, ihr Lieben? Man nennt es nicht Remake. Nee, ist das ein Reboot? Sowas wie Terminator 5 gewesen ist. Der irgendwie die Geschichte eigentlich hat fortgesetzt, aber trotz allem nochmal ein Neustart war. Ich frag nur aus einem Grund. Auch diese Szene hier... jetzt werde ich es nicht mehr finden wahrscheinlich. Der Moment hier, wo sie quasi über Godzilla reden scheinbar. Und danach kommt Folgendes. Das hier. Das gab's auch im allerersten Godzilla-Film von 54. Genau mit so einer Karte. Ob es exakt dieselbe ist, weiß ich jetzt nicht. Aber sie unterhalten sich sogar darüber. That creature is an unknown organism. Das geht, ähnliches Gespräch haben sie auch im allerersten Godzilla-Film tatsächlich. Wo es dann auch darum geht, dass Godzilla eigentlich ein Dinosaurier war im allerersten Film noch. Der aus den Tiefen des Meeres kam. Der Film steht für sich alleine, das weiß ich. Aber er fühlt sich jetzt trotz allem ein bisschen mehr an wie so ein Reboot. Für all die Leute, die halt keinen Bock haben, sich diesen alten Godzilla-Schinken nochmal anzugucken. Der aber ziemlich geil ist, nur so nebenbei. Könnte es doch sein, dass man hier sehr viel davon mit einfließen lässt. Kein Remaster. Ich meine, Reboot passt schon dazu. Reboot heißt, das ist nicht 1:1 dieselbe Geschichte. Wie im allerersten Godzilla-Film, aber er nimmt halt sehr viele Segmente davon wieder rein. Als Beispiel, viele sagen ja auch, Matrix 4 ist eigentlich nur ein Reboot vom ersten Teil. So in der Art meine ich das. Warum war er dann nicht in Jurassic Park? Gute Frage. In einer Welt der Crossovers könnte Godzilla immer noch Teil des Jurassic Park werden. Warum nicht Nublar? Die Isla Nublar ist in die Luft gegangen, mein Freund. Das lernt man eigentlich in der 5. Klasse, lernt man in Geschichte, dass die Isla Nublar bei einem Vulkanausbruch in die Luft geflogen ist.
Was ist der Unterschied zwischen Remake, Remaster und Reboot? Okay, gucken, ob ich es jetzt zusammenkriege. Also, ein Remake ist eben eine komplette Neuauflage von etwas, das exakt dieselbe Story nochmal erzählt, nur eben neuer. Was gibt's denn für bekannte Remakes? Ganz viele wahrscheinlich. Aus irgendeinem Grund denke ich gerade an Nightmare on Elm Street. Das kennen wahrscheinlich eher die wenigsten. Aber ein Remake erzählt wirklich exakt dieselbe Geschichte nochmal, nur moderner. Das ist ein Remake. Ein Reboot ist sowas zum Beispiel auch wie, ey, man könnte sogar so weit gehen und sagen, Jurassic World 1 ist ein Reboot von Jurassic Park 1. Ein Reboot ist etwas, das du als Fortsetzung ansehen könntest, wenn du die vorherigen Teile kennst, das aber auch als eigenständiger Anfang von etwas gilt. Dann passt zu Jurassic World nicht, weil das ist ja wirklich eine ganz klare Fortsetzung. Ein Reboot ist etwas wie Terminator 5 zum Beispiel. Ja, etwas, was quasi nochmal neu aufgelegt wird, aber trotz allem etwas auch weiterhin fortsetzt. So eine Mischung aus Remake irgendwie. Ich bin raus, lassen wir das. Nee, du hast aber jetzt gefragt. Und ein Remaster gibt's in der Filmwelt Remaster? Ein Remaster ist doch meistens sowas in der Spielwelt zumindest, wenn das einfach nur ein bisschen aufgehübscht wurde, die ganze Geschichte. Alan Wake, Wake Remaster ist einfach Alan Wake mit einem HD-Filter drauf und die Gesichter nochmal neu animiert, zum Beispiel. Aber ich finde es einfach krass, wie diese ganzen Toho-Godzilla-Filme so unfassbar haptisch und echt aussehen. Obwohl Godzilla natürlich auch CGI war eben gerade, ne? Und die greifen auch nicht mehr so oft auf Puppen zurück, wie man sich das vielleicht vorstellt. Auch dass der Zug anscheinend hier so prägnant dabei sein zu sein scheint. Der Zug hat auch eine Rolle gespielt im Original-Godzilla-Film. Es kommt mir wirklich so vor, als wäre das hier mehr so ein Reboot-Ding. Das wird schon ziemlich geil werden. Das sieht böse aus. Und vor allem wird auch hier wirklich das Monsterverse Konkurrenz bekommen. Ich weiß nicht, ob wirklich, also wie ich das mitbekommen habe, geht Monarch, diese Apple TV Plus Serie, geht gerade voll unterm Radar durch bei allen Leuten. Und das Ding hier hat jeder auf dem Schirm. Es war eine eher unkluge Idee, beide Projekte zeitgleich zu veröffentlichen, glaube ich. Das habe ich jetzt schon gesehen hier, das. Das sieht aber auch geil aus, ey. Wie diese Platten da so rausspringen. Und Achtung, jetzt gleich. Godzilla. Minus one. Bam. Die Platten, die laden sich irgendwie so auf, die gehen aus dem Körper raus und dann schießen die gleichzeitig wieder rein, wie so eine Batterie, die du in Godzilla reinrammst. Und dann schießt der erstmal los. Aber es gibt wohl auch noch einen Clip, wo du siehst, wie der Strahl nochmal über die Welt fegt. Und da habe ich ja mal gesagt, die Zwei-Godzilla-Theorie schlägt ja irgendwie da los, wo man sieht, dass Godzilla vor so einer Explosion steht. Und diese Explosion kommt wirklich durch diesen Atomic Breath. Das sieht man in diesem kurzen Clip. Auf jeden Fall. King Kong 2005 war ein Remake, genau richtig. Das ist richtig, ja. Das stimmt. Hab gehört, dass sich der Regisseur sich aus dem ersten Godzilla-Film von Godzilla aus dem Jahr 2002 inspirieren lässt. Von dem ersten Godzilla-Film und von dem aus 2002. Was war denn 2002? Das war Millennium, ne? Glaube ich.
würde vom Design her vielleicht passen. Dass das Design vielleicht vom Millennium Godzilla ist. Aber ja, ich habe eben gerade, habe ich auch echt gemerkt, dass da schon sehr viel vom ersten Godzilla drin ist. Ist aber auch okay, würde mich jetzt eigentlich gar nicht so stören, weil ja, der erste Godzilla kam halt raus 1954. Das ist schon ein bisschen her. Da kann man jetzt vielleicht schon mal so ein bisschen die Essenz nochmal neu aufbringen und das Ganze neu und modern verpacken. Zwar auch in eine andere Zeit. Nur im ersten Godzilla-Film ging es ja darum, um die Angst vor Atomwaffen. Und hier geht es jetzt eben ums Thema Nach-Weltkriegszeit. Und das spielt ja auch wohl direkt danach. Scheinbar von der Jahreszahl her zumindest. Wer wartet immer noch auf das Godzilla und Pacific Rim? Pacific Tim steht hier. Pacific Rim Crossover. Habe ich auch vor Ewigkeiten mal ein Video dazu gemacht, als der Kanal hier noch ganz frisch war. Es sollte tatsächlich ursprünglich so sein, dass Pacific Rim 3 geplant war und der sollte bereits erste Schritte ebnen, dass dieser Breach irgendwann in die Welt von Godzilla führt und das Monsterverse, das gab es damals ja noch nicht, sollte irgendwann dann mit dem Pacific Rim-Universum vereint werden. Diese Idee gab es halt wirklich schon. Und dann kam halt Pacific Rim 2 raus und der war dermaßen scheiße, dass man sich gesagt hat, das lassen wir mal lieber sein. Aber kann immer noch kommen, wenn die es schaffen, nochmal ein Reboot zum Beispiel von Pacific Rim zu machen. Das könnte dann dazu führen, dass wir Pacific Rim Uprising einfach aus dieser Timeline rausstreichen und sagen, Pacific Rim 1 ist passiert, jetzt kommt dann eben noch Pacific Rim 2 und dann steigen wir mit ein ins Monsterverse. Das würde ich auch ganz gerne sehen, warum nicht? Wenn man schon alles miteinander verbinden muss, dann kann man auch das miteinander verbinden. Nee, jetzt komm, hör auf, das stimmt wirklich. Gib einfach mal bei Google ein. Na, was guckt man denn da am besten mal? Pacific Rim Godzilla Crossover. Oder einfach Pacific Rim 3 habe ich, glaube ich, damals gegoogelt. Ich weiß es nicht mehr. Du findest es auf jeden Fall, diese Aussagen auch von dem Studio. Es war, glaube ich, sogar Warner Brothers gewesen. Hat das irgendwo mal einer erzählt gehabt. Da musst du nochmal irgendwie ein bisschen recherchieren. Guck mal auf meinem Kanal nach dem Video Pacific Rim Godzilla Crossover. Da müsste es auch ein Video dazu geben. Und ich glaube, ich habe den Link sogar in der Beschreibung reingesetzt, wo es dann eben darum geht, dass das passieren soll. Die Originaltrilogie von Star Wars wurde ständig überarbeitet. Das stimmt. Ja, genau. Doch, du hast recht. Das wäre dann ein Remaster tatsächlich, ja. Da gebe ich dir vollkommen recht. Mal was komplett Neues. Mit dem Godzilla, meinst du? Ja, so neu jetzt eigentlich auch nicht, aber mal was anderes, immer nur Marvel im Fernsehen zu sehen. Oder ja, auch das Monsterverse. Ich bin gespannt, was sie damit machen. Noch bin ich nicht so ganz krass überzeugt davon. Ist Godzilla böse oder gut? Unterschiedlich. Mal so. So richtig böse, ist er jemals richtig böse? Also eigentlich sind die Menschen immer dran schuld, auch wenn Godzilla der Antagonist im Film ist. Aber es gibt Filme, wo Godzilla der Held ist, wie im Monsterverse, da wird er ja eher als Held gefeiert. Und bei den Toho-Filmen gibt's auch mal sowas wie Shin Godzilla. Aber auch Shin Godzilla ist ja nicht der Böse. Da gibt's ja auch eine Ursprungsgeschichte wieder, warum Shin Godzilla so ist, wie er ist. Nee, ich meine, hör auf mit Reboot bezogen da und ach so, das meinst du, okay. Wäre geil, wenn Godzilla mal gegen Gamera kämpft, aber das sind leider in Japan zwei verschiedene Studios. Ja, Gamera mögen ja auch sehr viele von euch, ne? Habe ich auch schon mitbekommen. Gamera habe ich halt noch nie gesehen, keine Ahnung. Wenn ich Pacific Rim gucken sollte, kann ich nur den ersten gucken. Auf jeden Fall. Der zweite ist ultra scheiße. Der erste ist richtig gut als Monster-Action. Der sieht immer noch genial aus von der
vom CGI auch. Hat richtig geile Monster mit dabei. Richtig geile Kaiju. Und sogar, wenn du noch einen 3D-Fernseher haben solltest, ist Pacific Rim einer der 3D-Filme, die man auf jeden Fall in 3D gucken sollte. Gibt's ja auch nicht so viele. Letztendlich ist Godzilla nur ein Tier, das wegen dem undurchdachten Handeln der Menschen geschaffen wurde. Das ist ja immer so, tatsächlich, ja, wirklich. Es gibt ja noch mehr Tiere oder Kaiju im Godzilla-Universum, die aufgrund der Blödheit der Menschen geschaffen werden. Ich meine, Destroyer kam auch nicht einfach von irgendwoher. Sogar ein Space Godzilla ist entstanden, weil die Menschheit einfach dumm ist. Das hängt ja irgendwie alles miteinander zusammen. Aus welchem Grund ist der zweite schlecht? Ich habe beide Filme nie gesehen. Der erste Film ist halt, das ist halt ein Trash-Film. Ne? Das ist, der Film weiß aber auch, dass er das ist, was er ist. Der Regisseur von Pacific Rim 1 hat damals gesagt gehabt, der Film ist ungefähr so, wie wenn du als Kind Roboter als Spielzeug vor dir hast und dann selber mit denen so kämpfen spielst. Nur sind die Kämpfe halt echt geil. Die Roboter, die fühlen sich wirklich wuchtig an. Du hast wirklich das Gefühl, wie krass schwer die sind. Es ist einfach ziemlich geil gemacht von allem. Wenn du halt die Story so ein bisschen akzeptierst. Also die Menschheit in dem Film kommt auf die Idee, um riesige Kaijus abzuwehren, bauen wir mal eine Mauer. So. Ja, da wird eine Mauer gebaut und dann wird es irgendwie dann voll groß zelebriert und dann kommt ein Kaiju und läuft da einfach durch. Und du denkst dir halt so, Leute, ey. Aber darum geht's halt auch nicht. Da geht's um diese Kämpfe. Und Pacific Rim 2 ist quasi vermarvelisiert worden. Da ist alles nicht mehr so düster wie im ersten Teil, nicht mehr so echt, nicht mehr so dreckig. Da ist alles schön hell und es glitzert und die Kamera schwenken dann ganz schnell auf die Superhelden-Roboter und sowas und so ein Bullshit. Da spielt übrigens auch die Hauptrolle im zweiten Teil, spielt der Finn aus Star Wars. Ja. Und der ist halt auch kein guter Schauspieler. So, das ist schon. Es ist schon echt schwach, ja. Was ist ein Raid auf Twitch? Ein Raid ist, wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt offline und nehme euch dann mit, die jetzt hier im Chat seid, zu einem anderen Kanal rüber. Dann habe ich jemanden geraidet. Das ist ein Raid. Invasion könnte man so einfach nennen. Im Laufe der Zeit war Godzilla mal gut und mal böse. Ja, ja, genau, genau. Gamera gibt's als neue Serie auf Netflix. Das habe ich auch schon gesehen, aber hab mir noch nicht angeguckt. Sieht aber auch sehr cool aus von der Animation. Ja, das gefällt mir wirklich. Der Cast ist in Teil 2 auch schwach im Vergleich zum ersten Teil. Im ersten Teil macht auch Idris Elba einfach mit. Glaube ich. Aber sonst auch keine allzu bekannte Figur, oder? Wir machten noch mit dem. Ah, doch, Ron Perlman macht noch mit dem ersten Teil, stimmt. Ja. Okay, Godzilla Minus One. Habt ihr da Bock drauf? Geht ihr da ins Kino? Wenn der bei euch überhaupt im Kino läuft. Ist bei mir auch so, ich habe, glaube ich, keine Chance, den irgendwie im Kino zu sehen. Weil der immer noch gehandhabt wird wie so ein Anime-Film, der hier im Kino läuft. Und der kommt nur in so 10 ausgewählten Kinos. Davon sind einfach 8 in Berlin oder so ein Kram. Das ist total bescheuert. Aber mal gucken. Der Pandaman hat mir nämlich erzählt, dass eventuell könnte es sein, dass die der Kinoliste noch ein paar weitere Kinos hinzufügen. Wenn die halt merken, dass das Interesse da ist. Du musst keinen Godzilla gucken, ist ja Quatsch. Aber da musst du halt damit klarkommen, dass hier auch mal über Godzilla gesprochen wird. Weil das ja auch noch mit Thema ist, der ganzen Nummer. Und vielleicht schaust du da irgendwann auch mal Godzilla. Wenn du mit Godzilla reinkommen willst, würde ich dir halt wirklich empfehlen, als jemand, der Jurassic Park und Jurassic World mag, tatsächlich den Godzilla von Roland Emmerich von 98. Weil der Film fühlt sich halt wirklich noch an wie ein Dino Jurassic Park Abenteuer. Nur halt mit einem Riesendino. So, auch da kommen nochmal kleine Godzillas drin vor, die so ein bisschen an die Velociraptoren erinnern.
würde ich dir empfehlen. Wenn du generell in das Thema Kaiju mehr reinkommen willst, auch mit King Kong, dann auf jeden Fall Peter Jacksons King Kong gucken. Da kommen ganz viele Dinosaurier drin vor. Der Film ist nicht so ein typischer Kaiju-Film, das ist mehr so ein Film Isla Sorna tatsächlich. Isla Sorna mit Dinosauriern auch, mit einem Riesenaffen eben. Du hast da aber einen T-Rex, der heißt da halt nur anders, aber es ist im Endeffekt ein T-Rex. Du hast da Velociraptoren, du hast da ganz viele Dinosaurier mit dabei. Hast du alle Godzilla-Filme auf DVD oder Blu-ray? Nein, ich habe ein paar auf DVD. Ich habe ein paar auch einfach als Digital-Download von Amazon. Und ich habe mir extra einen Videorekorder dafür gekauft. Mir dann eben so eine ganze Palette an VHS, die stehen da hinten.